Ja, was ich bei Geraden in Parameterform darstellen kann, kann ich natürlich auch bei Ebenen machen. Ich möchte in diesem Film auch ein bisschen darauf eingehen, wie eben Ebenen hier in GeoGebra dargestellt werden. Ich habe vorbereitet wieder drei Punkte. Ich habe die zwei von meiner Geraden gerade genommen und noch einen dritten Punkt C erstellt. Der Ursprungspunkt, den brauche ich dann, um die Vektoren zu verdeutlichen. Mein Schieberegler Lambda habe ich noch gelassen und ergänze gerade noch einen zweiten, weil ich brauche ja dann noch einen zweiten, um beide Richtungsvektoren zu vervielfachen. So, okay. Ja, gehen wir erstmal an das Zeichnen der Ebene. Zunächst mal, es gibt hier also ein Werkzeug, mit dem ich das Ganze zeichnen kann. Klicke einfach die Punkte an. So, was man hier sieht, ist so eine hellblaue Fläche, die nach außen hin ausfranst. Die Ebene wird als ein Rechteck dargestellt. Dieses Ausfransen soll eben andeuten, dass das Ganze eben nach außen hin weitergeht. Sie erinnern sich ja vielleicht, dass ich dieses Clipping erwähnt habe. Wenn wir das jetzt mal gerade anschalten, wird ein großer Unterschied deutlich bei der Darstellung der Geraden. Und zwar wird die Gerade dann eben, die Ebene dann auf den Bereich eben beschnitten, der hier innerhalb meines Clipping-Rahmens liegt. Übrigens, wenn ich hier die Boxgröße verändere, kann ich das also ein bisschen von weiter weg sehen, habe da also einen besseren Blick auf das Koordinatensystem eventuell. Wenn ich es nicht haben will, schalte ich einfach das Clipping aus. Man kann auch hier noch ein bisschen was machen. Und zwar lässt sich bei dieser Ebene auch, wo haben wir das in der Darstellung, das Abblenden etwas vergrößern oder verkleinern. Ich kann also zum Beispiel das Rechteck einfach mit einer scharfen Kante anzeigen, wie ich es halt gerne möchte. So, jetzt habe ich meine Ebene gezeichnet. Übrigens, ich habe ja das Clipping auf eine kleine Box eingestellt. Das bleibt auch erhalten, auch wenn ich das Clipping ausgeschaltet habe. Ich stelle das mal um wieder auf Mittel, damit Punkt B da besser drauf liegt. So. Ja, zunächst mal vielleicht hier zu dem Algebra, Fenster der Algebra-Ansicht. Die Ebene ist also nicht in Parameterdarstellung angegeben. Ich bin mir sicher, dass das auch noch oder ermöglicht wird, dass man das also umschalten kann, ähnlich wie bei Geraden in 2D, wo man von Koordinatenform umschalten kann in Punkt Steigungsform. Momentan habe ich aber nur die Koordinatenform. Das können wir uns natürlich auch erzeugen, indem wir dann die entsprechenden Richtungsvektoren bestimmen und das dann als Textobjekt hier in eine Grafikansicht 2 darstellen. Ja, das ist vielleicht das erste Mal, was wir machen. Das heißt, wir zeichnen mal alle Vektoren, die ich brauche, zu meinen Punkten hin. Naja, das war vielleicht keine gute Idee. Üblicherweise nehmen wir ja den ersten Punkt als Aufpunkt und dann die Vektoren von diesem ersten Punkt aus jeweils als Richtungsvektoren. So. Ja, ich habe jetzt die Punkte verwendet. Vielleicht, ich habe mir gerade überlegt, dass ich den Punkt A umändere, dass er hier plus 1 als Z hat. Der Grund ist einfach, ich kann diesen Ortsvektor zum A sonst schlecht erkennen. Und so ist er ein bisschen besser deutlich. Ich ändere die Eigenschaft aller drei Vektoren und gebe ihnen eine Farbe, die zu der Geraden, zu der Ebene passt. Hier jetzt mal ein Blau und mache sie allesamt ein bisschen dicker. Man beachte,
Es ist also sehr genau in der Darstellung, was das verdeckt betrifft, denn mein Vektor hier, der in dieser Ebene drin liegt, der ist oben ja, normal gezeichnet, durchgezogen, während er von unten gestrichelt dargestellt wird. Na gut, je nachdem, von wo ich halt schaue. Das, was unten drunter ist, ist gestrichelt. Das kann man hier quasi am Rand erkennen. So. Ich zeichne jetzt mal wieder die Vielfachen der Richtungsvektoren an. Kann ja hier auch den Wert mal ein bisschen verändern, dass man sieht, dass es eben nicht der gleiche Vektor ist. Das heißt, ich nehme dann zum Beispiel Lambda mal V. Das ist da unten der Vektor. Und μ mal v, w, Entschuldigung, mal w und kriegt dann den anderen hier. So, wenn ich jetzt die Faktoren verändere, sehe ich, wie sich das entsprechend anpasst. Mein Punkt x, so ähnlich wie bei der Gerade, soll ein Punkt sein, der auf der Ebene drauf liegt, und das ergibt sich dann eben aus u plus lambda mal v plus μ mal w. Und dann habe ich hier mein x. Jetzt möchte ich auch noch ein bisschen mehr oder besser verdeutlichen, wie sich eben dieser Punkt x aus diesen Vektoren hier ergibt. Dazu werde ich also auch wieder, wie bei den, bei der Gerade, Vektoren einzeichnen, die von a ausgehen und die entsprechende Länge wie dieses hier haben. Und dazu verwende ich einen Befehl Vektor, den es hier gibt, und zwar. Das kann man, so, jetzt kann man sehen. Ich schiebe es mal ein bisschen rüber, weil das leider verdeckt ist durch das Logo. Also, ich kann ein Vektorzeichen aufgrund des Anfangspunktes und des Endpunktes. Das mache ich dann eben hier so. Der Anfangspunkt ist ja das A. Moment. Und der Endpunkt, der ergibt sich aus a plus dem Vielfachen des Vektors w, beziehungsweise ich könnte natürlich auch einfach das b hier nehmen, was da unten gegeben ist. Dann habe ich hier oben den Vektor, der ist jetzt hier nur halb zu erkennen. Und das gleiche mache ich noch mit Vektor a plus den Vektor c. War das ja wohl, glaube ich. So. So, der Vektor. Die sind jetzt hier leider nicht so gut zu sehen. Deshalb mache ich mich gleich mal daran, die Eigenschaften zu verändern und schiebe das Algebra-Fenster zur Seite. So, das war ja mein d und das z, die ich ein bisschen jetzt dicker zeichne. Aber das z war gar nicht das, was ich meinte. Ich nehme gerade einfach mal alle diese Vektoren, die brauche ich ja. Und gebe denen eine Farbe wieder, mal wieder grün. So. Irgendwie habe ich, glaube ich, etwas nicht so gemacht, wie ich es wollte. Vektor C. Ah, hier habe ich irgendwie
Das doppelt gemacht. Das ist der gleiche. So, was mir noch fehlte. Was haben wir denn? Das ist Z. Ah, okay. Also plus Z. Das ist noch das, was mir fehlt. Das ist dieser Vektor hier. Das ist der Vektor. Wo haben wir ihn? Ah, das ist D. Und den passe ich auch an in der Darstellung und in der Farbe. So, und dann mache ich jetzt noch Folgendes, damit das also noch ein bisschen besser sichtbar wird. Zeichne ich jetzt also nochmal Vektoren hier von diesem ab hier, also von dieser Spitze hier zu x und von der Spitze von diesem blauen, von diesem grünen Vektor zu meinem Punkt x hin. Das Problem ist jetzt, dass ich hier keinen Punkt habe, was allerdings nicht ganz so schlimm ist. Denn diese Spitze da, das ist ja quasi der Punkt hier, nämlich a plus z. Und dann mache ich das gerade, dass ich sage, zeichne mir bitte den Vektor von a plus z zu Vektor x hin. Mal sehen, ob ich das richtig habe. Jawohl. Und das gleiche auch für, ob das dann ginge. Also von a plus c bis zum Punkt x hin. Und dann habe ich hier diese Platten. So, ich werde hier nochmal meine ganzen Vektoren, die ich hier habe, die ganzen grünen Vektoren und auch e und f nochmal gleich darstellen und alle gestrichelt darstellen, weil dann kann ich nämlich besser erkennen, wie die da über diesen anderen Punkten liegen und zeichne als letztes noch einen Verbindungsvektor zwischen 0 und x. Diesen mache ich dann oder lasse ich durchgängig und habe dann also meinen Vektor zum Punkt x hin. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass der dann nicht auch gestrichelt dargestellt wird. So, und jetzt kann ich natürlich einfach, ich mache das Fenster mal ein bisschen kleiner, meine Parameter verändern. Wie macht man das, dass es gut sichtbar ist? Muss man ein bisschen ausprobieren vielleicht oder vielleicht doch auch die Farbe noch verändern. Kann also hier das verdeutlichen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, kann ich das so machen, dass ich hier für verborgene Linien es also unverändert lasse, dass es also durchgezogen ist, sodass das also auch von hier oben besser sichtbar ist. Und dann ändere ich die Parameter und kann also erkennen, wie ich auf diesen entsprechenden Punkt komme. Ehrlich gesagt, jetzt diese Vektoren, die ich bei der Gerade hier ganz hilfreich fand, die stören mich eher da, sodass ich sie, glaube ich, entfernen würde. Nee, das war, glaube ich, Z. Also ich mache sie unsichtbar, dann stören sie nicht so sehr. Was ich jetzt natürlich auch machen kann, ist das Ganze noch als Text darstellen. Das heißt, ich setze ähnlich wie bei der Geraden die Vektoren ein als dynamische Objekte, verwende dieses hier, um den entsprechenden Punkt anzuzeigen, beziehungsweise verwende Symbole für Lambda und für Mu, um das Ganze eben als allgemeine Gleichung aufzuschreiben. Ich mache es gerade mal. So, und dann habe ich eben auch meine Geradengleichung, wie ich es von Paraméterform gewöhnt bin.